Einen wunderschönen guten Morgen oder Tag oder Abend, egal wo Sie mich da schauen, wo Sie von mir schauen. Ja, meine Damen und Herren, meine Geschwister im Glauben, mein Name ist Hope, mein YouTube-Kanal heißt Bonnenbusch. Auf diesem Kanal bereiten wir die wunderbare Braut Jesu. Ja, bevor ich beginne, ich singe gerne zu meine Retter, meine Loser, als ein Zeichen meiner. Ja, meine Dankbarkeit für meine Erlösung. Ja. I enter to Holy of Holies. I enter to the blood of the Lamb. I enter to Holy of Holies, I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you, only Lord. I enter to honor I am. I enter to worship you, only Lord. Oh Lord, I enter. To worship I am. Let the weight of your glory fall on us. Let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory fall on us. Let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory fall. Oh, draw me, Lord. Lord Jesus, take me. Herr, und ich laufe, und ich folge, ich laufe dir nach. Oh, zieh uns, Herr. Heiliger Geist, zieh uns zu Jesus. Wir laufen ihm nach, wir folgen ihm nach. Oh, wir folgen ihm nach. Halleluja. Halleluja. It is good to praise the Lord. Halleluja. It is good to praise the Lord. Halleluja. It is good to praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord, hallelujah. Der Weg auf der Herrn ist der Weg auf Weisheit. Ich wähle den Weg auf den Herrn. Ich wähle den Weg auf den Herrn. Ich wähle den Weg zu den Herr. Es ist so eine Herrlichkeit Gottes, ja, so. Ah, wisst ihr was? Ich merke, die Herrlichkeit Gottes nimmt immer zunehmend zu. Er nimmt so zu. Da merken wir, die Herrlichkeit Gottes kurz, ich weiß nicht, ob jetzt, ob heute oder morgen, weiß es nicht, wenn der Herr seine Herrlichkeit ausgießt. Es ist so eine Herrlichkeit, die noch nie so auf die Erde gegeben wurde oder ist. Weiß es nicht das richtige Wort? Das, was der Herr tun will. Der Herr will die ganze Erde schütten mit seiner Liebe, mit seiner Herrlichkeit. Und jeder Mund wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und jeder Mund wird da sich, da, mit dem Mund wird sie bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und ihr Knie wird beugen, dass Jesus der Herr ist. So die Ehre des Herrn. Es ist so eine Herrlichkeit Gottes. Nein, heute möchte ich über die Liebe Gottes reden.
der Zusammenhang zwischen der Liebe Gottes und der Herr Jesus, dem Empfänger unseres Glaubens, und wie er auch den Glauben vollendet hat. Das ist mein Thema heute. Bevor ich noch mal weiter rede, möchte ich noch mal singen. Das ist mein täglich Brot. Es ist mein täglich Brot, das ich verstehe, oh Herr, was du mir sagst. Oh, denn ich verzehre mich nach dir, denn ich bin nicht ohne deine große Liebe, ohne dich, Herr, ohne deine Barmherzigkeit. Ich bin nicht ohne dich. Oh, besätige mich mit deiner Liebe, mit deiner Barmherzigkeit. Oh, Herr, oh, bin nicht ohne dich. Oh, das, was mich atmen lässt, ist deine Liebe, die mir lebt. Ah. Alle Ehre, alle Dank, alle Lob sei der Herr Jesus Christus, in Jesu Namen. Die Liebe des Retters hat triumphiert. Hast du am Kreuz den Tod besiegtest, wurden wir erlöst, wurde die ganze Menschheit erlöst. Die Liebe des Retters hat triumphiert. Hast du am Kreuz den Tod besiegtest, wurden wir, die ganze Menschheit erlöst, wurde ich erlöst. Die Liebe des Retters hat triumphiert. Hast du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde die ganze Menschheit erlöst. Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht. Der Weg ist jetzt frei in deiner Gegenwart. Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht. Der Weg ist jetzt frei in deiner Gegenwart. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Güte war, die den Preis bezahlte und mich errettet hat. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, die Sünde aller Welt auf die Schulter nahm. Ich danke dir, Jesus, denn der Tod hat nie gesiegt, weil du auferstanden bist und nicht im Grabe bliebst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst. Die Liebe des Retters hat triumphiert. Hast du den Tod am Kreuz, den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht. Der Weg ist jetzt frei in deine Gegenwart. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir, dass der Tod hat nicht gesiegt. Herr, ich danke dir, dass du den Tod besiegt hast, dass du den Tod am Kreuz besiegt hast. Ich danke dir für deine Liebe, die du mit uns geformt hast, die du mit uns erschaffen hast. Ich danke dir. Oh, ich danke dir, dass jeder, der auf diesem Video zuschaut, die du leitest, die dir für dieses Video da, dass du mich leitest, dieses Video zu machen. Die Leute, die dafür, dieses Video dafür sehen, Herr, ich bete, dass du eine Taufe, dass du denn mit deiner Liebe taufst, in Jesu Namen. In den Namen Jesus Christus. Hier sei jetzt und in die Ewigkeit die Ehre, Dank
und Lob in Jesu Namen. Lamm, mein Herz werde ich immer danken. In Jesu Namen. Danke, Herr Jesus. Amen. Amen. Ja, mein Thema heute geht um die Liebe des Herrn. Ich rede immer noch über Glaube, über den Glauben. Und heute, der Heilige Geist hat mir was Wunderschönes offenbart. Hier hätte wunderschön, er offenbart immer seine Offenbarungen sind immer wunderbar und wunderschön. Aber diese Offenbarung, die Verbindung mit der Glaube und der Liebe Gottes, es ist einfach, ich weiß es nicht. Ich kann nicht mal richtig reden. Ich bin einfach über mit der Liebe, die sind so überfüllt. Sei, du bist geliebt, du bist gewollt. Du bist geliebt, du bist gewollt. Auch wenn du den Herrn nicht kennst, du bist in Liebe geschaffen. Die Liebe des Herrn hat dich geschaffen. Aber nur die Sünde hat uns andere Eigenschaften in unserem Herzen, in der Herzen, nicht wir, weil ich bin ein Christ. Die Liebe des Herrn ist in mein Herz jetzt. Vorher, als ich auch ein Sünder war, obwohl wir die ganze Menschheit in der Liebe des Herrn erschaffen sind, aber durch den Sündenfall ist Hass in uns hineingekommen, statt die Liebe Gottes. Aber darum, hier Jesus sagte in Matthäus Kapitel 7, Vers 7. Er sagt, bietet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bietet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, den wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihm um Brot bietet, ihm einen Stein gibt. Und wenn er um einen Fisch bietet, ihm eine Schlange gibt. Wenn nun ihr böse seid, eurer Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihm bieten. Dieser Satz, wer sagt, wir sind in Liebe, Gottes Liebe, hat uns Liebe geformt, wir sind wunderbar und wertvoll geschaffen. Ja, das alles stimmt. Aber nach dem Sündenfall, statt Liebe, kam Hass in die Herzen der Menschheit. Darum sagte, wenn ihr, die so böse seid, ihr versteht, euren Kindern gute Gabe zu geben. Wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht. Wegen des Sündenfalls hat die Menschheit, die ganze Menschheit, böse, ihr Herz so böse gemacht. Darum in Genesis, Kapitel 6, der Herr sagt, ein Mensch ist auch Fleisch. Seine Gedanken, seine Herzen ist vom Anfang an bis Ende ist böse. Warum? Wegen des Sündenfall. So, Gottes Liebe, und heute möchte mal nach Hebräer Kapitel 12. Ich bin immer noch auf den Empfänger unseres Glaubens. Ja, Jesus, der Empfänger unseres Glaubens. Wie hat er den Glauben empfangen? Na, wir müssen in seine Fußstapfen treten. Nicht wir, wie wir wollen. Wer ist er gegangen? Ich möchte mal Hebräer Kapitel 12, Vers 1 bis 2. Aber meine Hauptversen sind 2. Sie ist 2. Seitdem wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen, die Sünde. Und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Empfänger und Vollender des Glaubens. Herr Jesus ist der Empfänger und der Vollender unseres Glaubens. Wenn du hier meine regelmäßig auf diesem YouTube-Kanal bist, habe ich dir mehrmals belegt, dass Herr Jesus Gott ist, Herr Jesus uns erschaffen hat. Es war Herr Jesus, der uns erschaffen hat. Jesus ist Gott. Da war der Gott, der Gottheit, der Gott, der die Worte sprach, in der Geistliche. Er sprach die Worte.
in der Geistliche, die proklamiert wie eine Prophetie, die er sprach. Und alles gehorchte. Er ist der, der da rauskam, in die Sichtbare, und die Dinge in die Sichtbare formte. Ist ja Jesus, der uns, ja, uns in die Existenz zu existieren, in die Geistliche gesprochen, hat uns auch in die Sichtbare geformt. Möchte ich hier, gehen wir hier, ich möchte mal gehen jetzt. Ich möchte jetzt Offenbarung, Kapitel 1, Vers 26. Die Liebe des Herrn, dass wir in Liebe geformt. Ja, Jesus hat uns in Liebe geformt. Wir sind in Liebe geformt worden. Jeder Mensch, wir sind in Liebe Gottes geformt. Darum heißt es, wir sind wunderbar und wertvoll geschaffen. Das ist die Liebe des Gottes, des Herrn, die uns geformt hat. Wir sind für Liebe für den Herrn und zu lieben geformt. Dafür sind wir erschaffen worden. Und dann gehen wir da. Ich möchte, dass wir 1. Mose Kapitel 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Gott ist Liebe. Er sagt, in unserem Bild und uns ähnlich. Ich möchte mal das beweisen. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild und uns ähnlich. Wenn wir sehen hier, nochmal genau 1. Mose Kapitel 2, Vers 7. Das, denn da bietete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. So, der Mensch bekam der Odem Gottes. In diesem Odem ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die der Mensch dazu lebendig gemacht hat. Der Odem Gottes hat uns lebendig. In diesem Odem ist Liebe, ist Gerechtigkeit, ist Barmherzigkeit. Ist Gerechtigkeit, ist Wahrheit, aber vor allem ist Liebe. So, gehen wir noch mal. Wir gehen jetzt, ich möchte, dass wir gehen wir gehen jetzt in Epheser Epheser Kapitel 1 vom, ich bin einfach so überwältigt von Gottes Liebe. Seine Gegenwart, seine Herrlichkeit ist so her. Oh Herr, der alleine gebührt die Ehre. Epheser Kapitel 1, Vers 3 bis 4. Ich sage hier, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Vers 4 ist meine Hoffnung, wo ich haben will. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig, tadellos vor ihm sein in Liebe. Heilig und tadellos in ihm so sein, aber in seiner Liebe. Die Liebe ist der Grund, warum wir heilig und tadellos, weil der Herr, Gott, der uns den Odem angehaucht hat, hat diese Odem in seine Liebe angehaucht. Diese Odem ist ein Odem voller Liebe, voller Barmherzigkeit, voller Gnade, voller Gerechtigkeit, voller Wahrheit. Das ist die Odem, den wir alle Menschheit empfangen haben, als Gott uns in seine Ähnlichkeit machte. Hier Jesus uns formte, Gott der Herr uns formte im Garten vom Eden. Wir waren die Einzigen, die da geformt wurden. Alle andere Erschaffung waren gesprochen und wurde da eingesetzt. Aber wir wurden geformt. Gott der Herr, Jesus nahm seine Hände und formte uns mit viel Liebe und hauchte die Odem des Liebe in uns. Und dann möchte ich noch mal eingehen. Gleiche Epheser Kapitel 2, von 4 bis 5. Epheser Kapitel 2, von 4 bis 5. Und denn Gott aber, der reich ist am Erbarmen, Gott ist reich in Erbarmen. Was ist denn Erbarmen? Ist Liebe. Gott aber, der reich ist am Erbarmen, hat um seine großen Liebe willen. Gott, der so reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat.
Mit der er uns geliebt hat, als Gott, der Herr uns geformte in Garten von Eden. Auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Nur durch die Liebe, wir wurden in Liebe geformt und oben die Liebe Gottes in uns angehaucht. Gott, der reich ist an Erbarmen, um seine großen Liebe willen. Gott voller Barmherzigkeit, Gott voller Liebe. Darum, wenn jemand, der egal böse wie man ist, wenn man kommt mit reumütiges Herz, Gott wird über diejenige erbarmen. Weil Gott seine Odem ist Liebe, seine Art ist Liebe. Und dann durch Liebe, die uns so dann zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit führt, ist die Liebe Gottes. Gehe ich noch weiter. Gehe ich noch mal 1. Johannes Kapitel 4, vom 7. 1. Johannes Kapitel 4, vom 7 bis 9. Nee, 1. Johannes Kapitel 4, ich gehe mal erstmal von 7 bis 9 und dann gehe ich noch mal von 15 bis bis 17. Erstmal 1. Johannes Kapitel 4, von 7 bis 9. Geliebte, lass uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Liebe ist aus Gott. Die reine, wahre Liebe ist aus Gott, die wir im Garten von Eden geschaffen wurden, bevor der Sündenfall kam. Wir wollen durch Liebe sind wir erschaffen, zur Liebe zu Gott, um die anderen Mitmenschen zu lieben. Wir sind geschaffen des Herrn aus Liebe. Und weiter. Geliebte, lass uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Und er kennt Gott. Jeder, der liebt, ist von Gott geboren und er kennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott, was ist Liebe? Der uns gemacht hat, uns in seine Ähnlichkeit, ist Liebe, hat uns in seine Liebe auch erschaffen. Und unsere Nachbarn, unsere Mitmenschen zu lieben, das ist die einzige, die der uns da ein Gebot gab. Lieb den Herrn mit deinem ganzen Herzen, deine ganze Seele, ganze Denken und deine ganze Kraft. Und deine Nächsten, das sind zwei Dinge, die zwei Gebote. Die erste ist Gott zuerst und seine Mitmenschen, die er in seinem Ebenbild geschaffen hat. Ihm zu lieben, wir sind ein Produkt, wir sind da geschaffen, als Liebe geschaffen, um Gott zu lieben und unsere Mitmenschen, die in Gottes Ähnlichkeit erschaffen sind. Halleluja. Was für eine tiefe Offenbarung. Als der Herr mir diese Offenbarung, ich war baff. Gott ist gut. Gott ist gut. Gehe ich weiter. Vers 8. Okay, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen angeborenen Sohn die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn lieben sollen. Das ist der Vollender, wie Gott diese Liebe, Herr Jesus Christus, der Empfänger und Vollender unseres Glaubens. Herr Jesus hat den Glauben empfangen in Liebe, geformt in Liebe, im Garten von Eden, hat uns als Liebe in seine Ähnlichkeit, Gottes Liebe, hat uns auch in Liebe erschaffen. Hat uns auch in Liebe, darum gab uns seine Odem, um lieben zu können. Und dann, auch da, wir sind in Liebe, und dann hat er uns in Liebe gerettet. Durch Liebe gerettet. Gehe ich weiter. Vers 10. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sündenopfer für unseren Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Aber ich werde mal zum Schluss die Vollender
unser Herr Jesus Christus, der Vollender unseres Glaubens. Aber ich möchte mal den Empfänger, wie er diesen Glauben empfangen hat. Wie hat er Glauben geformt, empfangen und durchgelebt? Wir sind, dieser Glaube ist in Liebe geformt, die er in uns, im Garten vom Eden geformte und hauchte sein Odem in uns. Dass wir uns fähig zu machen, lieben zu können, andere Menschen lieben zu können. Gott erstmal zu lieben und dann und andere Menschen. Ich glaube, ich mache mal hier heute Pause. Ich werde mal demnächst dieses Thema weiter angehen. Ich bete, bevor der Herr mir dieses Thema offenbarte. Letzte Woche, ich hatte eine Situation, weil es so unmöglich war. Jemand eine Situation, die mehr von meinem Angesicht so vor mir da stand. Und ich betete, nicht mal wegen der Situation, ich begann zu beten, Herr, taufe mich mit deiner Liebe, mit deiner Liebe, mit deiner Barmherzigkeit, mit deiner Liebe, mit komplette, wie du hattest, Herr, wie Johannes, der Johannes, den du so sehr geliebt hast, da hatte, taufe mit dieser Liebe. Ich möchte diese eine Taufe, diese von dieser Liebe haben. Ich weiß, auch egal was wir reden, was wir vorhaben, ist Gott, der uns gibt, so zu handeln und zu reden und zu beten. Die ganze letzte Woche begann so zu beten. Herr, taufe mich mit deiner Liebe, deiner Barmherzigkeit, die Menschen, die so möglich zu lieben und Dinge zu handeln in grenzenlose Liebe, so zu handeln. Ich möchte diese Taufe haben. Und der Herr gab mir eine Situation. Ich akzeptierte das. Das waren Menschen, die zu mir kommen. Im Namen dieser Mensch. Ich habe nie so gedacht, aber im Namen dieser Mensch. Und der Herr, danach, der Herr begann diese Thema. Ich bin zur Zeit auf 1. Mose. Als ich diese Mission begann für 5 Jahre, offiziell, diese Mission jetzt 8 Jahre, dass ich auf die Straße evangelisiere. Damals, der Herr hat mir Markus Evangelium Kapitel 12, Vers 30 als der Haupt für diese Mission. Lieb den Herrn von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Denken und ganzer Kraft. Er begann mir damals das offenbaren. Aber jetzt ist die höchste Offenbarung über die Liebe Gottes. Er jetzt zurück zu Genesis zurückgegangen und mir das erklären, wie er uns geformt hat. Vor 2019, als diese Mission begann, ich begann 2019 offiziell, aber 2020 Januar, der Herr Heilige sagte uns oder mir, ich soll keine andere Bibelverse nehmen, sondern ich soll auf Genesis. Das ganze Jahr 2020 waren wir nur auf Genesis. Der Heilige Geist offenbarte tiefe, viele Sachen über Genesis. Ich wusste nicht. Er sagte, geh auf gar keine Bibel für andere, sondern bleib auf Genesis. Wir blieben auf Genesis 1. Mose für das ganze 2020. Ich wusste nicht, dass das wurde der Herr, das ist der Grund, die Grundlegung für die ganze Gesellschaft, für die ganze Gottesreich und für die ganze Bibel, ist alles das erste Buch. Darum, wenn Leute mal gesagt haben, oh, das ist Alte Testament, das ist neu. Das Wort Gottes ist eins. Das, was der Herr mir damals sagte, auch sein Wort ist eins. Die Bibel ist ein Buch. Es gibt keine Alten und Neuen. Was da veränderte, ist die Tod des Herrn Jesus, der da sichtbar kam und sich offerte am Kreuz. Das war da die Veränderung. Nicht Matthias Opfer, sondern Herr Jesus opferte sich selber am Kreuz. Naja, ich bete, dass der Herr Jesus euch, der Heilige Geist, wie er mit aufrichtiges Herz, ehrliches Herz kommt, um dieses Video anzuschauen, dass der Heilige Geist, der Geist Gottes, derjenige mit der Taufe von seiner Liebe, da übersättigt in Jesu Namen. Der Heilige Geist übersättigt die Menschen, die kommen her. Oh, die kommen mit Liebe, mit Barmherzigkeit. Her, wenn die kommen da mit Hunger,
nach deiner Sehnsucht nach dir, Herr, übersättige den denn mit deiner Liebe, in Jesu Namen. Und der Herr gab mir noch eine Offenbarung. Diese Leute, diese Neonazis mit Hass befüllt sind. Herr Jesus ruft euch, er liebt euch. Ich weiß, er werde in Scharenweise zu den Herrn kommen. Das weiß ich. Ihr werdet in Scharenweise mit zu den Herrn, mit der Liebe des Herrn so besättigt und der Herrn in die Liebe des Herrn empfangen. Ihr werdet die Liebe des Herrn komplett gesättigt. Das weiß ich. Dieser Hass, was ihr habt, das ist nicht Gottes. Gott, in Gott ist kein Hass. Herr Jesus liebt euch. Er liebt euch, denn mit den Neonazis, die anderen Menschen, den Gottes, die Gott in seiner Liebe offen da gebietet und erschaffen hat. Um Menschen zu lieben, Gott es zu lieben und die Mitmenschen zu lieben, Jesus liebt euch. Seine Liebe ruft euch zum Umkehr. Er wird mit, statt mit Hass erfülltes Herz, werdet ihr mit Liebe, mit übernatürlicher Liebe gesättigt. Und dann würdet ihr wissen, was es heißt, ein Leben zu sein. Herr Jesus liebt euch. Er liebt euch. Sei gesegnet. Sei gesegnet. Das Blut Jesu ist voller Barmherzigkeit. Das Licht Gottes ist voller Liebe und Barmherzigkeit. Strahlt über Deutschland. Strahlt über Celle. Strahlt über Europa. Mit seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit. Und das Licht Gottes strahlt zur Umkehr, zu seiner Liebe.